Ganz herzlich willkommen, liebe 96TV-Freunde, hier am dritten Tag im Trainingslager von Hannover 96 in Belek. Und ich freue mich sehr, unser Geschäftsführer Sport ist da. Hallo Herr Bader, ich grüße Sie. Ja, herzlichen Dank und auch ein ganz großes Willkommen. Schöne Grüße nach Hannover. Herr Bader, Sie sind gestern zusammen mit dem Marius Wolf hier angekommen. Was für ein Typ ist denn der Marius? Sie konnten mit ihm den Flug, Hinflug genießen. Was hat er da gemacht? Musik gehört oder haben Sie sich unterhalten? Ich glaube, er war ganz froh, dass er mal die Ruhe dann auch hatte von vielen Gesprächen, die wir davor geführt hatten. Nein, er hat ein Buch gelesen und Musik gehört und hat die Dinge gemacht, die man auf so einem langen Flug von 3 Stunden dann auch mal macht, ein bisschen zu erholen. Es waren doch stressige Tage auch für ihn. Muss die Sachen mit 60 lösen, Verträge auflösen, sportärztliche Untersuchungen zu machen. Viele Gespräche mit uns geführt. Insofern war das auch okay, dass er mal etwas durchatmen kann. Hat jetzt die Zeit, sich auf das Training zu konzentrieren und auf die Mannschaft. Und da hat er sich ein bisschen gesammelt. Aber es ist interessant gewesen mit ihm, einfach auch mal abseits von Fußball mal ein paar Dinge auch zu besprechen. Insofern glaube ich, dass er in unsere Mannschaft ganz gut reinpasst. Wir konnten gestern auch schon das erste Interview führen. Und da hat er gesagt, dass er schon richtig Bock hat, um ihn zu zitieren, auf das Training. Was für einen Spielertypen haben wir denn da engagiert? Wir kennen den Marius schon sehr, sehr lange. In der Jugend vom 1. FC Nürnberg ist dann aber mit 17 Jahren dann zu 60 München gegangen. Und ist klar, wenn du ein Eigengewächs irgendwo ein interessantes hast, verfolgst du den Weg. Und wir haben in den letzten 1-2 Jahren seine Entwicklung immer sehr positiv gesehen und haben immer gesagt, wenn da eine Möglichkeit besteht, ist es ein Spieler mit einem großen Potenzial, der Schritt für Schritt eine Entwicklung macht und vor allem an sich selber arbeitet. Das zeichnet ihn, glaube ich, aus, dass er von Nürnberg nach 60 gegangen ist, aus der Gedachtungsweise, dass er eine andere Entwicklungsstufe zwischenzeitlich braucht. Also dann auch relativ frühzeitig gemerkt, dass was anderes ihm gut tut. Das ist ja selten so, dass junge Spieler in jungen Jahren dann auch in der Jugend wechseln. Aber für ihn war die Ausbildung bei 60 dann auch sehr interessant. Und das ist so eine Mentalität und eine Charaktereigenschaft, die ich sehr an ihm schätze, weil er immer wieder an sich arbeitet, sich immer wieder hinterfragt. Ein sehr bodenständiger und sehr ruhiger Zeitgenosse ist. Ich glaube, dass er auf einem Zimmer mit einem anderen Spieler nicht das Problem hat, dass der andere Spieler dann nicht zum Schlafen kommt. So, er redet nicht viel, aber er bringt natürlich ein paar Eigenschaften mit, die für uns interessant sind. Es ist ein U21-Nationalspieler. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du einen U21-Nationalspieler, einen Deutschen, dann auch im Winter bekommen kannst. Und wir mussten ja so beides machen. Wir wollten Qualität in die Mannschaft bringen, aber auch ein Stück weit Mentalität. Den Ehrgeiz, und den bringt er definitiv mit, relativ schnell dem Thomas Schaaf sich so zu zeigen, dass er eine Alternative sein kann, aber natürlich auch für unsere Entwicklung bei Hannover 96 ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft sein kann, denn er wird sich weiterentwickeln. Und dass Hannover 96 auch in seinem Kader vielleicht ein bisschen Schärfe bekommen kann, junge Deutsche zu bekommen, zeigt dann auch, dass wir ein interessanter Standort sind, dass wir ein interessanter Verein sind, dass sich junge deutsche Nationalspieler sich über Hannover 96 Gedanken machen, dass sie nicht nur sportlich, sondern letztendlich auch von der Region und vor allem von dem Verein sich sehr angetan fühlen. Ich glaube, das bringt er alles mit. Er ist noch sehr, sehr jung. Er ist noch am Anfang seiner Entwicklungsstufe. Ich glaube, er wird bei jedem Training gefordert werden und Thomas Schaaf wird mit ihm arbeiten. Ich hoffe, dass er relativ schnell ein interessanter Alternative für den Kader sein kann. Wir haben immer gesagt, wir wollen Spieler auch haben, die den Druck im Training, die den Druck von der Bank erhöhen. Ich glaube, das bringt alles mit. Jetzt ist der Marius Wolf der 4. Neuzugang im Winter gewesen. Würden Sie die anderen 3, Fossum, Schalay und Yamaguchi, auch kurz für uns charakterisieren und was für Spielertypen das sind? Ich bin jetzt seit Oktober da und der Christian Möckel seit November. Und unsere erste Aufgabe war es natürlich mit Michael Fronzek oder jetzt auch mit Thomas Schaaf eine Analyse zu machen, wo können wir uns oder wo müssen wir uns auch verbessern. Wenn wir ja mit 14 Punkten auf Platz 17 stehen, dann ist in der Vorrunde nicht vieles so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und dem müssen wir Rechnung tragen, denn steht alles über der Überschrift Klassenerhalt. Wir müssen mit Hannover 96 die Klasse halten und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Veränderung im Kader, um im Training höhere Alternativen für den Trainer zu schaffen, den einen oder anderen Jungen einzubauen, der eine Unbekümmertheit hat und eine Mentalität, aber ein gewisses Talent mit sich bringt. Das ist mit Marius und mit Ivar Fossum, sind es 2 Spieler, die schon nachgewiesen haben, aber die noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Mit Yamaguchi schon einen gestandenen Spieler, einen japanischen Nationalspieler, der in der A-Nationalmannschaft Stammspieler ist, der WM gespielt hat, der in den Olympischen Spielen teilgenommen hat, der also fester Bestandteil einer Nation ist, die sich regelmäßig für die großen Turniere qualifiziert, ist das auch ein Qualitätsmerkmal. Und Adam war klar,
dass wir einen Stürmer vorne brauchen, der anders ist als unsere bestehenden. Und Adam bringt ein paar andere Qualitäten mit als unsere momentan unter Vertrag stehenden Spieler. Und ja, die Möglichkeit, ihn aus Hoffenheim auszuleihen, war der Situation geschuldet, dass er nicht zufrieden war mit seiner aktuellen Situation, dass Hoffenheim andere Ideen hat. Und wir glauben, dass Adam eine hohe Eigenmotivation hat, es allen nochmal zu zeigen, dass das halbe Jahr Hoffenheim nicht das ist, was er wirklich kann, sondern dass das, was er schon gezeigt hat in der Bundesliga, der wahre Adam Scholler ist. Natürlich die Motivation, Europameisterschaft zu spielen mit Ungarn. Aber natürlich die Integration überhaupt kein Problem ist, weil er die Bundesliga kennt und weil er natürlich auch weiß, wie man in der Fußball-Bundesliga spielen muss, auch im Abstiegskampf. Und insofern ist das, glaube ich, eine Mentalität und auch eine Qualität, die uns in verschiedenster Ausprägung bei den vier unserem Kader ganz gut tut. Wir üben Druck im Kader aus, wir üben Druck im Training aus, die Alternativen werden größer. So, und am Ende ist es ein Konkurrenzkampf und konkurrenzbelebtes Geschäft. Können Sie denn heute noch schon sagen, ob ein fünfter oder sechster Neuzugang eventuell noch kommen soll? Wir möchten dem Thomas Schaaf die Möglichkeit geben, in den nächsten Tagen mit der Mannschaft so zu arbeiten, um seine richtigen Schlüsse zu ziehen. Auch natürlich Testspiele in die Wertung mit einfließen zu lassen. Ja, jedem schon auch die Möglichkeit zu geben, sich so zu zeigen, dass Thomas dann aufgrund seiner langjährigen Erfahrung auch weiß, wo wir vielleicht noch ansetzen müssen. Die Gespräche, die Aktivitäten laufen parallel von unserer Seite. Wir führen mit vielen Spielern auch noch Gespräche, ob da die Möglichkeit besteht, zu uns zu kommen. Wintertransfers sind immer komplizierte Transfers, aber die Situation hat sich für uns schon so ergeben, dass wir Möglichkeiten noch sehen könnten, noch im Kader bis Ende Januar noch was zu verändern. Wissen natürlich auch, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen dann auch abgeben wollen, weil die Spielzeiten für den einen oder anderen Spieler dann vielleicht nicht so groß werden. Und der Ehrgeiz jedes Spielers muss sein, so viel wie möglich zu spielen. Und wenn es nicht der Möglichkeit dann kommt, müssen wir offen und ehrlich mit den Jungs dann reden. Und dann wird man vielleicht noch den einen oder anderen Abgang verzeichnen können. Aber wir wären vorbereitet, wenn Thomas sagt, er möchte in der Offensive noch was machen oder im Mittelfeld noch was machen oder in der Abwehr. Die Gespräche führen wir. Das letzte Wort hat natürlich Thomas Schaaf mit seinem Trainerstab aus der Analyse der nächsten Tage. Ich glaube, die Fans zu Hause interessiert es sehr, wie so ein Transfer eigentlich abläuft. Können Sie da die einzelnen Schritte einmal für uns darlegen? Weiß man vorab von festen Ablösesummen oder wo bekommt man solche Infos überhaupt her? Weil der Presse kann man ja nicht immer alles glauben. Ja, sie sind meistens gut informiert, aber oftmals dann doch mit ein paar Unterschieden, dass die Ablösesummen natürlich von abgebenden Vereinen höher gewertet werden, um sich da in einem besseren Licht darzustellen. Wir haben grundsätzlich die Auffassung, dass wir Vertragslaufzeiten oder auch Ablösesummen natürlich nicht kommentieren, aber es wird viel spekuliert. Und ich glaube, dass es ist ein sehr komplexer Prozess. Deswegen war es für mich auch wichtig, als ich gekommen bin nach Hannover, mit dem Christian Möckel einen 4 Wochen später dazu zu holen, der den Markt in- und auswendig kennt, der seit über 8 Jahren in der Fußball-Bundesliga zu Hause ist, der ein sehr, sehr gutes Scouting-Netz aufgebaut hat, vor allem national, aber auch international, dass wir für uns aus ein paar Regionen und Länder ausgeschlossen haben im Winter, wo wir gesagt haben, aus den Regionen macht es wegen der Integration, es sind nur 4 Monate, wo wir spielen, keine Zeit, wir haben keine lange Zeit, jemanden zu integrieren, sondern es muss relativ schnell von der Mentalität passen. Man hat ein sehr gut ausgebautes Beraternetz, wo man die Informationen dann auch bekommt. Man muss frühzeitig sich um Telefonnummern von Spielern kümmern, um den direkten Draht zu bekommen. Denn das Wichtigste ist, dass wir neben dem, dass wir die Spieler alle live gesehen haben müssen, das ist Grundvoraussetzung, also entweder Teile des Trainerstabes oder auch der Christian mit seinem Scout müssen den Spieler live gesehen haben, ist es für uns wichtig, dass wir uns auch mit dem Spieler privat getroffen haben. Das haben wir mit jedem Spieler gemacht. Hintergründe, Analysen, wie äußert er sich in den sozialen Medien, wie ist sein privates Umfeld, wie ist seine Akzeptanz in der Mannschaft, man spricht mit Spielerkollegen, man spricht mit Trainerkollegen, man ist in der Bundesliga mittlerweile so vernetzt, dass man viele Informationen dann bekommt, ist er abseits des Samstages, wie ist er in der Kabine, welches soziale Umfeld ist für ihn wichtig, was sind für ihn Prioritäten und wo ist eine Entwicklungsstufe. Und diese ganzen Informationen tragen wir zusammen und dann führen wir die Vertragsgespräche. Das Wichtigste ist, dass wir die Spieler nach Hannover einladen, dass wir sie emotionalisieren, dass wir ihnen das Stadion zeigen, dass wir ihnen die Stadt zeigen, dass wir ihnen einfach Hannover 96 näher bringen, was es bedeutet, nicht nur in der Fußball-Bundesliga zu spielen, das ist das eine. Und das zweite Wichtigste ist, dass Hannover 96 für vieles steht. Eine tolle Fanunterstützung. Für Zuschauerschnitt weit über 40.000, 120 Jahre Tradition, 3 Titel.
das rundet dann so ein gesamtes Bild ab und darüber hinaus sind wir auch wirtschaftlich auch in der Lage, gute Verträge zu machen. Und wenn wir das alles dann auf den Tisch legen, haben wir bisher immer den Eindruck gehabt, dass sich die Spieler für dieses Thema verfangen und ja, wir müssen die Spieler holen und sie müssen dann nicht das Gefühl haben, es ist mir was anderes versprochen worden. Ich kann keinem Spieler versprechen, dass er spielt, aber ich kann jedem Spieler versprechen, dass er in einen richtig gesunden, seriösen, professionellen Verein kommt. Und das ist die Grundvoraussetzung, um dann im Training gute Leistungen zu bringen. Jetzt kommen wir nochmal auf Sie gerne zu sprechen. Herr Bader, Sie hatten ja jetzt über Weihnachten war der Trainerwechsel, 4 Transfers. Hatten Sie überhaupt Zeit für Ihre Familie über Weihnachten? Ich bin glücklicherweise mit meiner Frau sehr, sehr lange zusammen, dass sie weiß, dass Transferperioden meistens eine Zeit ist, wo man wenig zu Hause ist. Sie hat dafür Verständnis. Natürlich hätte ich mir das ja etwas entspannter gewünscht, wenn man während der Saison in so eine verantwortungsvolle Position dann kommt. Dann wünscht man sich nicht so viele Baustellen auf einmal, sondern versucht dann in den ersten halben Jahr sich ein bisschen einzuarbeiten und dann in Ruhe systematisch an eine Struktur ranzugehen oder systematisch im Kader Veränderungen vorzuführen. Die Tatsache, dass die Situation so eingetreten hat, hat dazu geführt, dass ich relativ wenig Zeit hatte zwischen den Tagen, aber wie gesagt, man stürzt sich in so eine Aufgabe mit vollem Enthusiasmus. Und wenn ich es selber nicht vorlebe, dann kann ich es von den Kollegen, von den Mitarbeitern und von den Spielern, von den Trainern nicht verlangen, dass sie letztendlich auch nicht auf die Uhr schauen und nicht einen 8-Stunden-Tag haben, sondern dass sie das genauso dann auch ja, erleben, dass es bedeutet, wir müssen zum Punkt vorbereitet sein und die Vorarbeiten, die Rahmenbedingungen müssen wir schaffen. Ja, wir müssen es vorleben. Mit viel Arbeit, mit klugen Entscheidungen wird man am Ende auch dafür belohnt. Und das muss unser Ziel sein, dass wir am Ende auch ja, uns allen in den Arm liegen und wirklich mit 50.000 dann am letzten Spieltag, hoffentlich am vorletzten Spieltag, die Klasse halten können, denn das muss unser Ziel sein. Wie schalten Sie denn am besten überhaupt ab? Natürlich nach dem Klassenerhalt im Sommer Urlaub, Buch lesen, rausgehen in die Natur. Was für ein Typ sind Sie da? Ich setze mich gerne wirklich zu Hause auf mein Sofa, mache den Kamin an und blätter mal so ein bisschen in dem einen oder anderen Buch. Ich habe das Glück, dass ich eine 12-jährige Tochter habe, die mich wirklich ablenkt und da sind dann plötzlich ist dann Algebra und Grammatik und Dinge wie Geschichte, die sie gerade beschäftigt, dann auch wieder für mich mal wieder was ganz was anderes und das ist hochspannend, was man in der 6. Klasse im Gymnasium dann wieder lernt. Man fühlt sich dann ab und an mal wieder zurückerinnert an seine Schulzeit und hat dann relativ wenig mit Fußball zu tun. Wobei meine Tochter mittlerweile auch 96-Fan ist, auch schon ein Trikot hat von Salif Sané. Und also dieses sich voneinander lösen von dem Beruf, das schafft eine Familie nicht, die sich da so in diese Aufgabe dann aufgeht. Und ich hoffe, dass, wenn die Klasse gehalten ist, dass wir ein paar ruhigere Tage haben. Aber ich weiß, wie es ist. Dann fängt Transferperiode wieder an, dann veränderst du den Kader wieder. Also normalerweise ist Durchatmen meistens im September erst angesagt, wenn die Saison gestartet ist. Und dann fährt man ein paar Tage in Urlaub. Aber bis dahin kann man ja nicht ruhigen Gewissens in Urlaub fahren oder ein paar Sachen nebenher machen. Denn tagtäglich ist man in Berührung. Man hat eine gewisse Verantwortung. Man hat ein gewisses Verantwortungsbewusstsein auch für den Verein bei so einer Position. Und wir wollen natürlich auch allen Fans und allen Anhängern von Hannover 96 das Gefühl geben, hier macht jeder alles dafür, dass wir erfolgreichen Fußball nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft spielen werden. Urlaub ist natürlich noch nicht, hier auch nicht, obwohl das Wetter seit 2 Tagen wirklich sehr, sehr gut mitspielt. Wie zufrieden sind Sie denn mit den Begebenheiten hier im Hotel, Trainingsplatz und insgesamt mit der Arbeit der Mannschaft? Ich hatte dadurch, dass viele Transfers und auch gerade die Trainerfrage zu klären war, in den letzten Tagen leider nicht die Möglichkeit, mal ein Training von Thomas Schaaf mir anzuschauen und auch mal zu schauen, wie ist die Mannschaft in der Lage, Dinge umzusetzen, die Thomas von ihr verlangt. Und deswegen nutze ich jetzt eigentlich diese Tage, um ein bisschen auch beim Training zuzuschauen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist das Verhältnis zwischen Trainer und auch der Mannschaft, wie schnell verstehen sie seine Änderungen, denn jeder neue Trainer hat neue Ideen. Mir ist wichtig, wie das soziale Verhalten innerhalb einer Mannschaft funktioniert. Wo sind Führungsspieler? Wo sind Spieler, die sich ein bisschen abseits aufhalten? Wie kann man dort vielleicht ein bisschen als Mannschaft noch enger zusammenrücken? Denn Qualität ist das eine, aber Mentalität und mannschaftliche Geschlossenheit, für den einen oder anderen da zu sein, dem zu helfen, wenn er mal einen Fehler macht, das muss nicht nur auf dem Platz, sondern das muss auch abseits des Platzes passieren. Das sieht man ja im Essensraum, das sieht man, wenn man füreinander da ist, wenn die Sprache nicht spricht, also sich untereinander zu helfen. Das ist für mich auch unheimlich wichtig in so einem Trainingslager, dieses soziale Verhalten einer Gruppe
nicht nur kennenzulernen, sondern auch die richtigen Schlüsse zu führen und dann auch reagieren zu können, bevor es dann möglicherweise vom Baum saust. Und die Rahmenbedingungen sind in der Türkei seit Jahren exzellent. Wenn wir das Glück haben mit dem Wetter, dann ist es noch besser, weil jeder gerne natürlich mit kurzen Hosen trainiert und vielleicht nochmal auch ja, einen Spaziergang am Strand machen kann, anstatt in der Kälte schnell in die Kabine zu gehen. Und kann man auch mal länger am Platz draußen bleiben, kann man auch noch ein paar Einzelübungen machen. Also diese Rahmenbedingungen sind exzellent und ja, viel werden wir von der Region nicht mitbekommen, weil es ist halt ja, Flughafen, Hotel und Trainingsplatz. Aber zum Arbeiten für die Spieler glaube ich, dass die Rahmenbedingungen exzellent sind. Das darf am Ende keine Ausrede sein, wenn es nicht gleich von vornherein super läuft. Denn die Rahmenbedingungen, die haben wir wirklich hervorragend geschaffen für die Spieler. Herr Baller, herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, wünsche ich Ihnen noch ein gutes Trainingslager, auch dass Sie alle Spieler genau kennenlernen und genau Ihre Schlüsse hier ziehen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Schöne Grüße.